Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fancy Eat, Drink, Lifestyle hier auf TV Berlin. Das sind heute unsere Themen. Ein Ausflug mit Sascha und Fritz nach Bad Saarow. Polar Twist Beach Polo World Masters bei Berlin Med. Wir besuchen Zoe Helali, Model und Künstlerin. Art und Antik im Stadtpalais in Potsdam. Der frische Kick mit den neuen Gralsäften. Der Fancy Drink des Monats wird präsentiert von Whiteside Gin und Sasch und Fritz Wodka, made in Berlin. Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie heute aus Bad Saarow am Scharmützelsee und wir besuchen das Dorsch. Weniger als eine Stunde von der City Berlins entfernt befindet sich ein wunderschönes Erholungsgebiet, Bad Saarow, idyllisch gelegen am 11 Kilometer langen Scharmützelsee oder, wie Theodor Fontane ihn auch nannte, Märkisches Meer. Bad Saarow gilt als Sport- und Freizeitparadies, aber auch kulinarisch definitiv ein Paradies. Schnell fühlt es sich so an, als wäre man in Italien und nicht in Brandenburg. In dem terrassenartig angelegten Restaurant Das Dorsch mit seiner traumhaften Hanglage und Blick über den Scharmützelsee lässt sich schnell der Stadttrubel vergessen. Einfach abschalten und genießen. Im Landhausstil eingerichteten Restaurant verwöhnt eine hochwertige, delikate, regionale Küche den Gaumen. Auf der Speisekarte stehen Gerichte wie Rotgarnelen, rosa gebratenes Lammfilet, Filetsteak von der Deutschen Ferse und eine besondere Empfehlung: Filet vom Räucheraal mit Kräuterrührei und geröstetem Roggenbrot in Kombination mit Sasch und Fritz Wodka. So, Peter, erzähl uns doch mal ein bisschen was über die Wodka-Kultur. Ja, Wodka-Kultur. Genau, also Wodka ist auf jeden Fall erstmal nicht ein billiges Getränk, was man an der Tankstelle kauft und dann irgendwie einen lustigen Abend haben will und sie schüttelt, wenn man es trinkt. Und soll auch nicht das Getränk sein, was man in bunte Säfte reinkippt, damit man es nicht schmeckt und trotzdem ein bisschen lustig wird. Die Wodka-Kultur ist eine ganz große Spirituosenkultur und eine ganz wichtige Sache ist, glaube ich, dass neben tollen Cocktails, die daraus kreiert werden können, es ist Food Pairing, also das, was wir in Westeuropa mit Wein machen, ja, also den richtigen Wein zum richtigen Essen aussuchen und dadurch ein besonderes Geschmackserlebnis schaffen. Das machen die Russen und die Polen und macht man im Osten im Prinzip mit Wodka. Und da gibt es ganz viele Beispiele. Das bekannteste ist sicherlich Kaviar, also auch das exklusivste. Aber im wahren Leben sieht es ein bisschen anders aus. Also die Familie kommt zusammen oder Freunde kommen, dann kommt die Flasche nicht aus dem Tiefkühler, sondern aus dem Kühlschrank auf den Tisch. Die bleibt da auch stehen, die wird dann auch warm. Die muss nachher immer noch schmecken. Und dann kommen ganz viele kleine Gerichte auf den Tisch, sogenannte Sakuski. Und die werden dann im Prinzip von allen so gemeinsam gegessen. Und man lacht und trinkt und isst und feiert. Und das ist aber kein besonderes Thema, sondern das ist ganz normale Alltagskultur. Ja? Und wir haben das hier mal mit dem Café Dorsch anders umgesetzt. Wir hatten ein tolles Gericht auf der Karte, und zwar geräucherten Aal mit Kräuterrührei und geröstetem Treberbrot. Und der Sasch und Fritz schmeckt super dazu, ja, weil der ist natürlich ein bisschen süß durch den Alkohol. Der Räucherfisch ist salzig, der geräucherte Aal. Das Rührei ist noch ein bisschen cremig und dann kommen die Röstaromen von dem Brot zu, das explodiert im Mund. Dann muss ich das jetzt unbedingt mal ausprobieren, ob es wirklich stimmt, was du hier erzählst. Unbedingt. Und man wird auch sehen, dass im Prinzip dann Wodka zum Essen eben auch nochmal ein ganz anderes Geschmackserlebnis bringt. So. Mm, ist schon mal sehr lecker. Kann man auch ohne Wodka essen. Also kann jetzt nur noch besser werden, ja? Sehr gute Kombination. Das wird so unterstrichen. Und siehst du, der Wodka ist warm und schmeckt trotzdem. Mhm. Ja. Stimmt, dabei bin ich eigentlich auch immer ein Fan von kalten Getränken, aber schmeckt sehr gut zusammen. Wenn er halt aus dem Tiefkühler kommt, schmeckst du gar nichts mehr. Dann kannst du irgendwas trinken. Und dann geben wir uns viel zu viel Mühe, als dass man diesen Geschmack verpassen sollte. Saisonal geöffnet ist seit 2012 die Lounge Bar, die sich als ein Treffpunkt etabliert hat, wo sich jung und alt gleichermaßen wohlfühlen. Christoph Vater umsorgt mit seinem Team die Gäste mit erstklassigen Getränken und kleinen, aber feinen Speisen. Diesmal wird unser Fancy Drink des Monats hier am Scharmützelsee kreiert.
Inspiration für den Drink war im Prinzip, wenn man so durch die Barlandschaft zieht, hört man immer Manhattan, Singapur-Sling, Moskau Mule. Warum hat Berlin keinen eigenen Drink? Und das ist jetzt unser hier, der Berlin Star. Total erfrischend, lecker und super gemacht. Und nach so vielen kulinarischen Highlights geht es nun auf den See. Denn auch für Wassersportler ist das Märkische Meer ein Eldorado. Der hauseigene Yachtclub Bad Saro bietet mit 60 Liegeplätzen die Möglichkeit, direkt per Wasserweg anzureisen und vor der Tür zu ankern. Für uns geht es heute auf eine Riva. Das legendäre italienische Motorboot steht für pure Eleganz und war 1960 das Symbol für gehobenen Luxus und ausschweifende Lebensfreude. Und das ist bis heute auch so geblieben. Insofern, mehr fancy geht nicht. Rauf auf den Rolls-Royce des Meeres und Bad Saro von der Wasserseite erleben. Ein echtes Erlebnis und ein perfekter Seemoment. Norman Bauer, Inhaber der Boat Lounge Berlin, erklärt uns die Faszination Riva. Ja, Riva ist der Rolls-Royce auf dem Wasser. Ein Boot, was in den 50er Jahren durch Carlo Riva entworfen wurde und in den 60er Jahren in der ganzen Welt verbreitet wurde. Es ist ein Synonym für Lifestyle, Eleganz, Innovation und vor allen Dingen ganz viel Spaß. Und ihr seid ja mit eurem Büro im Meilenberg und die Werft in Werder in Brandenburg. Richtig? Korrekt, ja. Und sag uns doch mal was über die Boat Lounge. Ja, wir haben uns der Sache Riva verschrieben. Wir kümmern uns um historische Boote, Klassiker von Riva. Wir machen Verkauf, Vermietung, Service, Transport, Winterlager. Also alles, was mit Riva, Sachen rund um Riva zu tun hat. Wie viele Riva-Boote gibt es denn ursprünglich und wie viele sind davon eigentlich heute noch da? Also es wurden 4200 Rivas in Holz, also aus vollem Mahagoni gebaut. Und vor 5 Jahren wurde eine Erhebung weltweit gemacht zum 95. Geburtstag von Carlo Riva. Und da wurden knapp 2000 gezählt und ermittelt, die heute weltweit noch im Bestand sind. Und wir kümmern uns um einen kleinen Teil in dieser Region hier. Ein traumhafter Kurztrip nach Bad Saro am Scharmützelsee endet nun mit einem Sundowner. Und wir versprechen, wir kommen wieder. Nachahmung zu 100% empfohlen. Wir sind heute in Warnemünde und begleiten das 9. Polar Twist Beach Polo World Master Turnier bei Berlin Made. Der Strand von Warnemünde wurde auch in diesem Jahr wieder zur Kulisse der Polar Twist Beach Polo World Masters bei Berlin Med. Trotz Einschränkungen und vielen Herausforderungen hat es sich Veranstalter Matthias Ludwig nicht nehmen lassen, das Beach Polo Turnier stattfinden zu lassen. Matthias, du standest ja in diesem Jahr vor besonderen Herausforderungen, aber dennoch hast du gesagt, ich mache auf jeden Fall mein Beach Polo Turnier. Was hat dir die Motivation dafür gegeben? Meine Sponsoren in erster Linie und meine Spieler, also die sind einfach großartig und zusammen die perfekte Komposition. Und du musstest ganz besondere Auflagen wahrscheinlich einhalten. Wie fühlst du dich dabei? Ich fühle mich sehr gut dabei, weil ich habe professionelle Partner an meiner Seite, wie Berlin Meds zum Beispiel, die das hier großartig gemacht haben mit dem Hygienekonzept mit mir gemeinsam. Und da bin ich auch stolz drauf. Wir haben eine gute Arbeit abgegeben, gutes Produkt, sodass wir hier echt überzeugen konnten, die ganze Stadt Rostock und das Land Mecklenburg-Vorpommern und hier dann natürlich dann eben unser Event stattfinden lassen konnten. Die Badewanne der Berliner, wie Warnemünde unter den Hauptstädtern auch genannt wird, zieht die Berliner aber nicht nur zum Baden an, auch zum Poloturnier am feinsandigen Strand sichten wir einige Berliner Sponsoren, Spieler und Zuschauer. Der Co-Sponsor Berlin Med unterstützte die Veranstaltung mit einem maßgeschneiderten Hygienekonzept. Die Teams wurden in diesem Jahr in einen Ladies Cup und einen Gentlemen's Cup eingeteilt. Rasante Spiele auf dem 80x40 Meter großen Poloparcours waren selbstverständlich garantiert. Das Outdoor-Spektakel faszinierte sowohl im VIP-Bereich als auch Familien rund um das Spielfeld. Im VIP-Zelt verwöhnte Optimal Catering die Gäste wieder mit einem hervorragenden Flying Buffet.
Der Wöfflikot-Champagner schmeckte bei herrlichem Sonnenschein um die 20 Grad und auch die Berliner Spirituosen White Chai Gin und Sasch und Fritz Wodka waren vertreten. Auch in diesem Jahr hat es der Titelsponsor mit seiner Mannschaft auf Platz 1 geschafft. Marco Witt von Polar Twist Eismaschinen erzählt uns, was ihn eigentlich am Polospiel beeindruckt. Du unterstützt ja mittlerweile das Beachpolo-Turnier schon mehrere Jahre. Was fasziniert dich so an diesem Sport? Also es fing mal an, dass wir unseren lieben Freund Matthias Ludwig, der Veranstalter ist hier in Warnemünde, dass wir den im Prinzip unterstützen wollten, weil er uns auch oft geholfen hat und Kunden vermittelt hat. Und darüber haben wir halt dann in den Jahren darauf die Liebe zu den Pferden und natürlich auch die Liebe hier zu Warnemünde gefunden und freuen uns, dass wir dabei sind. Und mittlerweile sind wir hier auch eine große Familie von Sponsoren, von Reitern, die jedes Jahr dabei sind. Das macht einfach Spaß. Und ihr habt ja ganz neu neben Polar Twist noch eine andere Eismarke aufgekauft. Erzähl mal ein bisschen was davon. Also wir hatten im letzten Jahr die Chance, eine Eisfabrik aufzukaufen, die Eis in einer Manufaktur fertigt. Da ist jemand leider insolvent gegangen, aber wir haben Arbeitsplätze dort gerettet und das ist unser neues Baby und wir wollen die Marke ganz groß machen. Für internationalen Flair und lustige Sprüche am Mikro sorgte neben dem 22-fachen internationalen deutschen Meister Alexander Schwarz Jan-Erik Frank, auch The Voice of Polo genannt. Bist du jedes Jahr hier mit dabei? Ich bin jetzt müsste nachgucken, aber bestimmt vierte, sogar vielleicht fünfte Mal dabei. Und von den Beach-Polo-Turnieren gefällt mir dies hier sehr, sehr gut. Ich finde, was Matthias hier auf die Beine gestellt hat, gerade in diesem schwierigen Jahr, schon wirklich enorm. Aber was mich auch sehr freut, ist, dass gerade dieser Teil von Deutschland, ich glaube, so gut wie Covid-19 fast frei ist. Also die Politik scheint das hier irgendwie gut gesteuert zu haben. Und ich denke mal, aus dem Grund kann man natürlich mit den Vorschriften hier so eine Veranstaltung auf kleinerem Format natürlich durchführen. Also Kompliment an die Rostocker oder an diesem Teil von Deutschland, dass das überhaupt stattfinden kann. Und kommendes Jahr wartet ein Jubiläum auf uns. 10 Jahre habe ich jetzt gerade im Moment tatsächlich. Mein erstes Turnier war auf Rügen in Selin, was ich ins Leben gerufen habe. Hier ist es allerdings das 9. Mal. Also insgesamt haben wir jetzt schon ein 10-jähriges Jubiläum, mein privates. Aber im Prinzip ein 10. Jahr nach Warnemünde ab nächstes Jahr. Wir freuen uns schon auf nächstes Jahr, wenn es wieder heißt Beach Polo World Masters in Warnemünde. Fancy Wine wird präsentiert von Der Weinheuer, die Adresse, wenn es um Ihre Weine geht. Direkt an der A100 Abfahrt Albuinstraße, zentral in Berlin-Tempelhof. Übrigens, ab jetzt auch mit neuem Onlineshop unter www.weinheuer.de. Wir besuchen heute Model und Künstlerin Zoe Helali in ihrem Atelier und schauen uns ihre Kunstwerke an und wollen mal mehr über sie erfahren. Ausdrucksstark mit einer besonderen Aura umgeben, kommt Zoe Helali daher. Die gebürtige Tunesierin hat schon für viele namhafte Designer wie Armani und Vivienne Westwood gearbeitet, aber auch der Berliner Haute Couture-Designer Guido Maria Kretschmer lässt sich gerne von ihr inspirieren. Ihre zweite große Leidenschaft ist das Malen. In ihrem Atelier schwebt sie von einer Ecke zur anderen mit ihren Pinseln und Leinwänden. Geprägt wurde sie durch ihre Lebensgeschichte, durch die Liebe und den Zusammenhalt in der Familie. Ihre Tanten und sogar ihre Oma waren immer schon ihr Vorbild in Sachen Mode und Stil. Ein paar ihrer Bilder sind doppeldeutig zu sehen und die Message dazu liegt Zoe am Herzen. Egal welches Geschlecht, welche Herkunft, das spielt keine Rolle und die Darstellung gelingt ihr zum Beispiel bei diesem Kunstwerk. Der weibliche Busen und das Geschlechtsteil des Mannes, beides vereint in einer Person. So, wie schön, dass wir heute bei dir sein dürfen, dich hier im Atelier besuchen dürfen. Was hat dich eigentlich mal zur Kunst gebracht oder anders gesagt, wann hast du damit angefangen oder entdeckt, dass du eigentlich ein Talent hast? Durch meine Situation, also meine Lebensgeschichte, habe ich angefangen, meine Emotionen in einem Blatt auszudrücken. Irgendwie schon alles gönnt. Und und eines Tages war ich in der Schule und ich habe echt beobachtet, dass mein Lehrer immer meine Kunst mitnehmen nach Hause und ich habe es nie wieder zurückbekommen. Und
mein Lehrer hat mich gelobt und hat mich schon gefragt, ob die das eine oder andere behalten dürfen. Und ich so, ja klar. Du hast ja gerade erwähnt, dass gerade in der Schule deine Lebensgeschichte dich inspiriert hat. Worin findest du denn heute deine Inspiration für deine Kunstwerke? Mich inspirieren absolut starke Frauen. Beispiel Marlene Dietrich. Beispiel, wie gesagt, meiner Tanten. Ich habe die gerne beobachtet und das Schöne daran, die fühlten sich unbeobachtet. Ja, und tatsächlich male ich die eine oder andere heute. Ja. Aber die 20er Jahre hat mich sehr, sehr fasziniert. Das war die Zeit, wo viele Frauen sich entdeckt haben, vom Stil her, wie man sich anzieht, vom Ästhetik her, vom Haaren. Ich liebe es. Man sieht es. Du hast ja auch oft eine Wasserwelle oder die Haare ja, sind ein bisschen wieder. Ja, das ist eine wunderschöne Zeit für mich. Ich wäre gerne da geboren. Ja. Was machst du denn lieber, modeln oder malen? Beides. Beides zu gleichen Teilen sozusagen, ja? Beides. Ich kann nicht ohne und ich kann nicht mit. Also ich liebe tatsächlich beides. Manchmal, wenn ich einen Job hatte oder nach dem Laufsteg, dann renne ich tatsächlich zum Atelier und dieses Klang, was ich in dem Moment habe und Inspiration und meine Emotionen und meine Gefühle, drücke ich gerne auf die Leinwand aus und dann ist es so, es ist für mich unbeschreibliches Gefühl. Es hat, es fühlt sich so an, als ob ich meditiere oder schlafe und wach auf und denke, hast du das gemacht? Das ist echt verrückt, ja. Das, ja, und ich sage dazu, manchmal fühlt sich so an, ob ich ein Instrument spiele. Also das ist das Leinwand, ist das Instrument und ich spiele das, die Musik. Zart wie eine Elfe, aber dennoch mit viel Ausdruck, sowohl vor der Kamera als auch beim Malen. Durch und durch eine Künstlerin. M&M, Modeln und Malen, wie wir finden, eine hervorragende Kombination. Ich begrüße Sie heute aus Potsdam. Ich bin im Palais am Stadthaus und informiere mich mal, was uns eigentlich bei der Art und Antik vom 2. bis 4. Oktober erwartet. Direkt am Rathaus Potsdam in unmittelbarer Nähe zur Nauen Natur liegt das Palais am Stadthaus. Hier wird in diesem Jahr zum zweiten Mal die Antiquitätenmesse Art und Antik stattfinden. Für die Verkaufsmesse bzw. den Kunstsalon Art und Antik ist das historische Stadtpalais mit seinen repräsentativen Sälen und Räumen der ideale Ort. Die Antiquitäten und Kunstwerke können hier in intimer Atmosphäre glänzen. Was ist denn eigentlich die Art und Antik? Die Art und Antik ist eine Kunst- und Antiquitätenmesse, die eigentlich ursprünglich in Österreich, in Wien und Salzburg zu Hause ist. Und wir haben im letzten Jahr ein kleines Gastspiel im Mai 2019 hier in Potsdam veranstaltet. Das kam so gut an, dass wir gesagt haben, wir wiederholen das jetzt jährlich hier in Potsdam. Es ist eine Verkaufsmesse, die von Antiquitäten, Malerei, zeitgenössischer Kunst, Skulpturen, Silber, Schmuck, Teppichen, eigentlich alles rund um das Thema Kunst, Kultur, Design abbildet und wir haben ein ganz vielfältiges Repertoire an Händlern, an Richtungen, an Designs, an Stücken, sodass eigentlich für jeden Geschmack was dabei ist.
Ja, sagen Sie mir doch mal bitte, was erwartet mich an Ausstellern? Also wenn Sie da vielleicht mal ein, zwei Namen nennen. Also Aussteller sind wir auch wieder breit aufgestellt. Wir haben die ganz klassischen, bekannten Berliner Kunst- und Antiquitätenhändler, Seidel und Sohn, Gronert. Wir haben aber auch die bekannten Contemporary-Galerien, wie zum Beispiel Gallery Raab aus Charlottenburg. Wir haben aber auch ganz ausgefallene, neue, besondere Designhändler, wo wir uns einfach in die Produkte, in die Händler verliebt haben und gesagt haben, denen müssen wir diese Plattform die Möglichkeit geben, sich auch vorzustellen, ihre Produkte vorzustellen. Und eigentlich kuratieren wir diese kleine Messe, die ja nun wirklich auch nur die Möglichkeit für vielleicht 16 Händler insgesamt bietet, schauen wir eigentlich, dass alles, was uns gut gefällt, was ästhetisch, qualitativ hochwertig ist, Teil der Messe sein kann. Und ich kann mir das so vorstellen, dass ich praktisch auf dem Gelände einen Spaziergang mache und durch die Räume flaniere und unterschiedliche Sachen anschauen kann, richtig? Ganz genau. Wir nennen uns zwar Kunst- und Antiquitätenmesse, aber eigentlich sind wir ein kleiner Salon, eine Art Bazar. Die Messe, die Veranstaltung, die Messe, man stellt sich jetzt bei Messe immer eine riesengroße Halle vor mit großen Messeboxen und Ständen, so ist es bei uns nicht. Die Veranstaltung findet 3 Tage auf dem gesamten Ensemble des Palais am Stadthauses hier statt. Wir haben 4 verschiedene Innenraumeinheiten, die Belle Etage, die Remise, das Souterrain und das Hofcafé. Und wir haben auf dem gesamten Innenhofbereich auch vereinzelt Aussteller, die Skulpturen, aber auch einzelne Außenstände auch aufbauen werden. Dem wunderschönen Café im Innenhof wird Leben eingehaucht. Und Gabriela Pape von der Königlichen Gartenakademie wird mit einer besonderen Auswahl an Pflanzen, exklusiven Blumen-Zwiebelmischungen und Gartenaccessoires das Areal bestücken. Ein kleiner Ausflug nach Potsdam mit dem Besuch der Kunstmesse im Palais am Stadthaus lohnt sich definitiv. Preislich ist für jeden etwas dabei, aber auch nur schauen ist selbstverständlich erlaubt. Wenn auch Sie die Art und Antike hier im Palais am Stadthaus in Potsdam vom 2. bis zum 4. Oktober besuchen möchten, wir verlosen 2 Karten. Bewerben Sie sich einfach mit einer E-Mail an hello@fancy-tv.de mit dem Kennwort Art und Antike. Ich wünsche Ihnen viel Glück. Wir sind heute im Herzen Kreuzbergs im Back to the Roots und informieren uns über Säfte mit adaptogenen Kräutern. Saisonale, nachhaltige und kaltgepresste Säfte werden frisch in dem kleinen Geschäft Back to the Roots in der Dresdner Straße hergestellt. Getreu dem Motto Du bist, was du isst, liest sich auch die Karte des Saftladens. Beet Shot, Immun Shot, Hemp Milk, um nur einige zu nennen. Doch heute im Fokus, 2 neue Säfte werden vorgestellt. In Zusammenarbeit mit der Agentur Menard Paris sind die Gralsäfte Go and Stop entstanden. So, wie ist denn die Idee entstanden zum Back to the Roots? Back to the Roots ist entstanden aus dem Wunsch, wieder zu den Wurzeln zurückzukehren. Also daher auch der Name. Und die Wurzeln für mich sind meine Oma Katharina, die ist 103 und die hat mir das Saftmachen beigebracht. So kam die Idee und ich wollte eben, dass Gesundheit in einem coolen Laden wieder gekauft wird im Endeffekt. Und ich habe heute, muss ich ganz ehrlicherweise sagen, das erste Mal das Wort Adaptogen gehört. Was bedeutet das? Also ein Adaptogen ist ein Wirkstoff von einem Kraut. Also entweder eine Wurzel, ein Blatt, eine Baumrinde. Und Adaptogene helfen dem Körper, sich zu adaptieren. Die gibt es aus der traditionellen chinesischen Medizin. Matcha ist wahrscheinlich das bekannteste Adaptogen. Und dein Körper kann mit Stresssituationen besser umgehen. Und daher kommt der Name, durch die Adaption. Das heißt, mit jedem Kräuter kann ich wahrscheinlich auch andere Sachen heilen? Man kann mit verschiedenen Adaptogenen auf verschiedene Körperfunktionen sozusagen eingehen. Also es gibt Pilze, die helfen zum Beispiel Athleten bei der Leistungsoptimierung. Es gibt viele Wurzeln, die vor allem jetzt eben so zur kalten Jahreszeit in China auch oft verwendet werden. Die werden dann gerieben oder im Tee getrunken, die eben das Immunsystem stärken. Ne? Also die helfen deinen Zellen, sich im Endeffekt zu optimieren und eben auch Tumorzellen abzuwehren. Da gibt es ganz unterschiedliche. Der Gralsaft Go ist für den frischen Kick am Morgen gedacht. Mit kalt gebrühtem Kaffee und dem Adaptogen Astragalus das ideale Getränk, um munter und gesund zu bleiben.
Gral Number 2 verleiht eine entspannende Wirkung durch den Zusatz von CPD-Öl. Zudem hat der Shot eine basische Wirkung durch die Verbindung mit Kokoswasser. Übrigens auch super als Kur für die Reinigung des Körpers. Auf der Website können die Packages oder auch die verschiedenen Säfte gewählt, online bestellt und bequem nach Hause geliefert werden. Doch persönlich ist persönlich. Schauen Sie doch einfach mal bei Janne Kaas vorbei und tauchen ein in die Welt des ganzheitlichen Ansatzes der Adaptogene. Liebe Zuschauer, nun sind wir leider schon wieder am Ende der Sendung angelangt. Schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Fancy Eat Drink Lifestyle hier auf TV Berlin.